Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Der kleine Wilbur hat den Tod ausgetrickst und ist jetzt als Geist zurückgekehrt. Ich hoffe, er kann auch wieder in seinen Körper zurückkommen dann. Oh Gott, was macht er mit seinem Kopf? Ich sehe als Leiche nicht sehr glücklich aus. Mein Ableben war ja auch nicht gerade das, was man einen natürlichen Tod nennen würde. Mhm. Ich wurde ermordet. Von mir selbst. Ja. Vielleicht darf er, kriegt der Tod dann ja Ärger oder so und dann muss er ihn wieder zurückholen oder so. Können wir noch mit Lieber ihm reden? Lieber nicht. Er könnte mir etwas antun, wenn er herausfindet, dass ich ihn reingelegt habe. Mhm. Und er raucht jetzt erstmal eine oder was? Ich sollte erst einmal das Amulett holen. Okay, machen wir. Wieso ist das jetzt so langsam hier? Dann gehen wir mal. Oder? Können wir da nochmal reingucken? Bestellt und geliefert. Der Plan läuft wie geschmiert. Hauptsache, ich wache auch wieder auf. Aha. Das hast du dir richtig gut durchdacht, Wilbur. Wo ist der Hut hin? Der ist gar nicht mehr da, ne? Wir können aber auch nichts mehr machen. Na gut, dann gehen wir. Wir wollen jetzt durch den Spiegel gehen. Als Geist können wir das. Ich hoffe, ich erschrecke die Leute als Geist nicht zu sehr. Am besten, ich gehe direkt zur Magierschule. Gute Idee. Dann geh mal. Sehr schön. Können wir mit ihm reden? Guck mal, Meister Markus. Ich bin tot. Aber er reagiert wahrscheinlich gar nicht. Nö. Meister Markus? Hallo? Kriegt er gar nicht mit. Wir sind ja in einer anderen Welt. Hm. Er scheint mich nicht wahrnehmen zu können. Faszinierend. Ja, dann gehen wir mal durch den Spiegel, mal gucken, ob das geht. Also gut. Es muss wohl sein. Stunden später. Ich hab's. Ich hab das Amulett. Wie das denn? Das hätte ich jetzt aber gern gesehen, wie er das geholt hat. Eine fantastische Welt mit unglaublichen Wesen da drüben. Und kaum zu fassen, wie ich das Amulett bekommen habe. Wie denn? Eine Schande, dass nur Geister durch den Spiegel gehen können. Jetzt muss ich nur noch wiederbelebt werden. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Es dauert irgendwie so lange gerade mit den Dialogen. Ja, dann gehen wir wieder, oder wie? Mächtiges magisches Amulett, okay. Das ist das Amulett aus dem Geisterspiegel. Ich hoffe, ich habe es immer noch, wenn ich wieder aus Fleisch und Blut bestehe. Und wie er einfach mal so zu uns guckt. Gut, dann geh mal. Wilbur, geh. Wir haben ja, was wir wollten. Da sind wir wieder. Hm, keine Ahnung, wie ich da wieder reinkomme. Ich sollte den Tod fragen. Jetzt haben wir ja das Amulett. Aber das ging jetzt echt fix. Also so mal eben. Zack, zack. Huhu, Herr Tod. Schauen Sie mal, wer zurückgekehrt ist. Was zum... Och nö. Du bist ein Geist? So ist es. Das kommt auch immer mehr in Mode. Die Leute können heutzutage einfach nicht mehr loslassen. Was willst du? Ich bin gar nicht richtig tot, das ist Schlamperei. Hole mich zurück. Leben, ich will doch einfach nur leben. Ich habe das Buch der Toten ein wenig bearbeitet. Okay, dann sind wir mal ehrlich und sagen das. Oder erstmal das. Warum bin ich immer noch hier, obwohl ich tot sein müsste? Das ist Schlamperei. Ich möchte auf der Stelle wiederbelebt werden. Tut mir leid, keine Chance. Ich habe dich ordnungsgemäß um die Ecke gebracht. Da drüben liegst du doch. Tot wie Oberlippenbärtchen bei Fußballern. Und dass du ein Geist bist, ist nicht meine Schuld. Du musst einfach loslassen, Junge. Aha. Es könnte sein, dass hier ein schrecklicher Irrtum vorliegt. Ein Irrtum? Du bist doch tot, oder? Nicht untot oder sowas. Alles bestens. Aber vielleicht sollte ich noch gar nicht sterben. Doch, natürlich. Das steht doch im Buch der Toten. Aber ich habe meinen Namen in das Buch der Toten geschrieben. Oh oh. Oh oh? Verdammt. Es war zu schön, um wahr zu sein. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Eine Menge Papierkram, eine Erschütterung der Macht. Sie beleben mich auf der Stelle wieder. Eine Menge Papierkram? Nein. Es bedeutet, dass ich den Lauf der Dinge verändert habe. Dass ich meine Kompetenzen weit überschritten habe. Bei der nächsten Buchprüfung wird man mir die Haut abziehen.
Der internen Revision wird nicht entgehen, dass hier ein nicht registrierter Geist durch die Gegend spukt. Du glaubst nicht, was sie mit den Nornen gemacht haben, als die mal mit ihren Fäden ins Tüdeln gekommen sind. Und wenn sie mich zurück ins Leben holen, dann reißen wir die Seite aus dem Buch der Toten und erzählen niemandem von dieser kleinen Episode? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dir macht es nichts aus, weiterleben zu müssen? Ach nö. Da muss ich durch. Ja, prima. In Ordnung. Komm schon, leg dich in deinen Körper. Voll gut, dass er das auch kann, wieder mit dem Wiederbeleben und so. Ach, da musste er jetzt nichts machen? Tut mir leid, dass ich deine Todessehnsucht nicht erfüllen konnte. Nicht so schlimm. Es war eine interessante Erfahrung. Witzig. Ich habe das Amulett noch. Meister Markus wird Augen machen. Auf jeden Fall. Nicht schlecht, Wilbur. Aber wir hätten auch ganz gern den Zylinder eigentlich. Tag, Tod. Hallo. Jetzt ist er wieder Depri, weil er nicht arbeiten kann. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Nein. Papas Zylinder bleibt, wie er ist. Wir brauchen den aber. Würden Sie ihn mir dann einfach so ausleihen? Auf gar keinen Fall. Familienerbstück. Vielleicht, wenn er ihn sich selbst zur Familie macht oder so? Es tut mir leid, wenn Sie wegen meines Ablebens Ärger bekommen sollten. Ich dachte nicht, dass mein Tod ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen würde. Tut mir leid. Ach, ich hätte dich nicht umbringen dürfen. Es ist nur, ich habe so lange darauf gewartet und es macht mir einfach Spaß. Vielleicht sollten Sie sich eine andere Beschäftigung suchen. Ja, das Geschäft mit dem Tod ist nicht so sicher, wie man glaubt. Aber was soll ich denn tun? Sie könnten sich ein Hobby suchen. Sie könnten sich einen anderen Beruf suchen. Sie könnten sich ein interessantes Hobby suchen. Krötenzucht zum Beispiel. Ich mag keine Tiere. Oder Sie könnten etwas sammeln. Ich sammle schon jetzt die letzten Worte von Sterbenden. Bisher habe ich null. Oder Sie könnten anfangen zu lesen. Im einzigen Buch, das mich interessiert, gibt es nur leere Seiten. Ich glaube, Hobbys sind nichts für mich. Voll der desinteressierte Tod. Wie wäre es mit einem anderen Beruf? Vielleicht machen Sie sich selbstständig. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mein eigener Chef werden. Eigene Entscheidungen treffen. Genau. Es gibt bestimmt vieles, was Sie tun könnten. Was schlägst du vor? Sie haben eine Modellfigur. Vielleicht gehen Sie ins Modebusiness. Vielleicht könnten Sie Auftragskiller werden. Sie könnten sich für Gold im Biologieunterricht in die Ecke stellen. Niemand versteht mehr vom Töten als Sie. Vielleicht werden Sie Auftragskiller. Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Hier kann man nicht sterben. Okay. Soll ich denn die Leute bei lebendigem Leib in der Wüste verscharren? Moment mal. Das ist es. Was? Oh Gott. Lebendbestattungen. Ich werde Totengräber. Wie mein Vater. Ich biete den Leuten an, sie für ein geringes Entgelt lebend zu verscharren. Voll krank. Wer sollte daran Interesse haben? Das ist die dämlichste Idee, die ich jemals gehört habe. Aber wer will schon lebendig begraben werden? Da gibt es eine Menge Leute. Junge Leute, die von ihren Freunden blamiert wurden. Alte Stars, die sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Reiche Ehemänner. Okay. Was für ein Interesse hätten reiche Ehemänner, sich begraben zu lassen? Gar keins. Die zukünftigen Witwen aber schon. Wer die Rechnung zahlt, ist schließlich Nebensache. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Wir Gnome sind dafür bekannt, gern mal seltsame Ideen zu haben. Aber noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine so... Sag kein Wort. Du kannst mein Partner werden. Es gibt viel zu tun. Wir müssen Särge bestellen und wir müssen Werbung machen. Ich soll Ihr Geschäftspartner werden? Na klar, es gibt viel zu tun. Und immerhin war es deine Idee, dass ich mir eine neue Beschäftigung suchen soll. Ich fühle mich geschmeichelt, aber... Als erstes musst du Risikokapital auftreiben. Du musst irgendjemanden mit viel Gold überzeugen, dass unsere Geschäftsidee Zukunft hat. Hat sie das?
Ich werde in der Zwischenzeit mit den Tests beginnen. Mhm. Tests? Man kann so eine Dienstleistung doch nicht verkaufen, ohne es selbst einmal ausprobiert zu haben. Die Tod- und Gnom-Lebendbestattung GmbH bietet nur höchste Qualität und ist von ihren Produkten überzeugt. Merkt ihr das? Okay. Er ist voll motiviert. Blüht in seiner Idee voll auf. Ja, und wenn der Tod aber nicht mehr normal arbeitet, naja, kann er ja eh nicht, ne? Mit seinem Buch, da steht ja nichts drin. Also von daher, können wir uns den dann einfach nehmen? Oder ist er jetzt so abgelenkt, dass er uns sagt, nimm den einfach? Hi! Hallo, Partner. Ich denke gerade über Särge mit unserem Logo nach. Was gibt es zu bereden? Will den Zylinder jetzt haben. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Du willst ihn reparieren? Auf gar keinen. Nee, will er immer noch nicht. Wegen Ihrer Idee mit den Lebendbestattungen. Nicht so bescheiden. Es ist unsere Idee. Oh Gott, jetzt sagt er auch noch was. Wolltest du nicht Startkapital für uns auftreiben? Naja. Nee, beeil dich, ich will mit den Tests loslegen. Ah. Ich geh dann mal. Ja. Zweites Geld, okay. Was haben wir denn für den? Können wir ihm irgendwas geben? Stärkungselixier? Nee, gut. Vielleicht kriegen wir ja von Dingens was wieder dafür, dass wir... Na, wir versuchen es einfach mal. Ich gehe mal in die Stadt und gehe mal zu ihm rein. Wir bringen ihm erstmal das Amulett. Eins nach dem anderen hier. Und dann kümmern wir uns um was auch immer. So. Sehen Sie, hier. Oh, mein... Ist das? Ja, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Ach so. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom. Wie ist das? Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Und dann liest er einfach weiter. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Ja. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja. So langsam überzeugen wie ihn. Was können wir denn mit dem Abonnent machen? Entschuldigung, was gibt es? Kann er dazu was sagen? Ich muss weiter. Auf Wiedersehen, klar. Okay. Ja, wir brauchen den Zylinder. Der Zaubererlehrer sagt, es sei ein mächtiges, magisches Amulett. Aber er konnte mir nicht sagen, was die Fähigkeiten des Amuletts sind. Vielleicht werde ich es nie erfahren, aber immerhin habe ich damit die Prüfung bestanden. Was können wir denn damit mal machen? Ich lebe wieder und dabei bleibt es hoffentlich noch sehr lange. Dorthin gehe ich nicht wieder zurück. Aber du fandst es trotzdem cool da. Von daher, hier gehen wir mal zu ihm. Vielleicht kann er uns ja helfen. Der Wuppermann. Keine Ahnung. Mal ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Hallo. Wilbur, was kommt? Kommt da was? Ich würde gerne eine Runde Glücksrad. Ich habe ein Kaninchen. Wie war das noch mit dem Zauber? Ich hätte einen geschäftigen Vorschlag zu machen. Okay, erstmal das Kaninchen. Schauen Sie, hier ist das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder. Okay, den... Bin schon unterwegs. Kriegen wir auch noch hin. Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Voll ekelhaft. Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden Schlange stehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass sie ihm Gold geben?
Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Oh Gott. Na gut. Ich bin da auch etwas ratlos, so wie Wilbur. Ja. Ich verstehe das nicht. Warum geben Sie dem Tod Geld, obwohl er nicht ein Goldstück mit den Lebendbestattungen verdienen wird? Darum geht es nicht. Wir verkaufen die Story, die Vision. Aber irgendwann merken die Leute doch, was das für eine blödsinnige Idee ist. Sicher, aber das dauert. Erstmal gibt es Hochglanzprospekte mit hübschen Särgen. Und wir schließen medienwirksame Kooperationen, heuern Celebrities und Testimonials an. Dann stört auch der operative Verlust nicht so. Wir geben massig Gold aus. Und immer mehr Wahrsager werden unsere Firma eine gute Zukunft bescheinigen. Warum sollten sie? Weil dann ihre Aktien steigen werden, die sie an unserem Unternehmen halten. Und dann haben sie nicht nur Gewinne gemacht, sondern auch noch bewiesen, dass sie recht hatten. Ich kapiere das alles nicht. Zum Glück, wenn das alle kapieren würden, wem sollte ich dann meine Prophezeiungen verkaufen? Gut, dann... Ich gehe dann mal. Gehen wir mal wieder zum Tod zurück. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Der Wuppermann. Der Lustige. Dann gehen wir mal wieder zum Tod. Hier. Ach, da, guck mal, da hinten hängt er jetzt rum. Er macht doch da jetzt irgendwas. Was macht er denn da? Guck mal, ach hier, da hat er jetzt seinen Zylinder auch auf. Er gräbt schon mal. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach großartig. Er freut sich voll. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Mhm. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Genau. Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Dir gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Ich habe Angst und Dunkels. Als Gesellschafter verlange ich einen schöneren Sarg. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Okay, gut, dass er darauf einfach eingeht. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Ja, gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich, nun mach schon. Oh Gott. Großartig. Diese Dunkelheit, diese Stille, das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur. Wir brauchen Kanonen. Okay. Wenig später. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Mhm. Wir haben den Tod begraben. Kann man ja mal machen. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Schrecklich. Aber wir haben den Zylinder. Der alte, zerschlissene Zylinder vom Vater des Todes. Ich brauche ihn für meinen Zauberspruch. Wann holen wir denn den Tod da wieder raus? Ich lasse ihn da drin. Okay. Und wir gehen jetzt einfach. Willst du da nochmal reingehen? Können wir da jetzt irgendwas noch machen? Holen? Was vorher irgendwie nicht ging? Ich habe die Seite mit meinem Namen aus dem Buch herausgerissen. Ich hoffe, der Tod bekommt keinen Ärger. Nee, aber wir haben ihn gerade begraben. Das ist auch nicht so toll. Gut, dann gehen wir jetzt zu ihm. Zum Wuppermann. Weil wir haben jetzt den Zylinder und wir haben das Kaninchen. Und den Armen tot lassen wir da unter der Erde. Naja, er wollte es ja so. Ich habe den Zylinder für den Zauber. Ich musste ihn den kalten Fingern des Todes entreißen, sozusagen. Naja, Hauptsache wir haben alles.
Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Leg das Kaninchen rein. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Das noch hier rüber und fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln und so weiter. Die Zuschauer dürfen sich den Zylinder nicht zu genau ansehen. Dann sprichst du einige Beschwörungsformeln und machst viel Brimborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Ist das nicht... Wenn die Spannung am Siedepunkt angelangt ist, dann... Tata! Ziehst du das Kaninchen aus dem Zylinder, aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Ziemlich clever, oder? Das ist Betrug und überhaupt keine Zauberei. Natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber... Ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Ach was, du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, es muss schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Was bleibt mir anderes übrig? Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Er hat ja noch seinen echten Zauberstab. Und der kann ja bestimmt auch irgendwie was. Vielleicht schafft er das ja mit dem. Wir versuchen es einfach mal. Er will ja jetzt seinen Zaubertrick machen. Vielleicht zaubert ja wirklich irgendwie das Kaninchen hin oder weg mit seinem Zauberstab. Wenn er mit Kaninchen kommt. Das Kaninchen verstecke ich bei meiner Vorführung unter dem schwarzen Tuch am Boden des Zylinders. Ich komme mir so schäbig vor. Ist auch so. Gucken, ob das klappt. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich will das jetzt wissen. Ich würde Ihnen gern den Trick, den Zauber, vorführen. Ich bin gespannt. Ich auch. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Oh nein. Ist ja sein echter Zauberstab, oder? Hex, Hex! Häschen? Fantastisch. Geht es dir gut? Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist außergewöhnlich, fast unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquarz. Okay. Danke. Aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Ich bin sprachlos. Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magier ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt als jeder andere vor dir. Yay. Was ist dein Geheimnis? Jemand Kluges sagt mir, was ich zu tun habe. Wenn man an sich glaubt, dann kann man alles erreichen. Es gibt kein Geheimnis. Das war verdammt harte Arbeit. Glauben Sie es mir. Ich glaube, dass ich alles erreichen kann, wenn ich nur an mich glaube. Ja? Du könntest fliegen wie ein Vogel, nur weil du an dich glaubst? Ja. Naja, das vielleicht nicht. Aber genau das hast du getan. Du hast etwas Unmögliches geschafft. Vielleicht hatte ich Glück. Oder es war Schicksal. Oder so. Wie auch immer. So unglaublich das ist. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Warte mal. Aber es war doch kein richtiger Zauberspruch oder so, den er jetzt benutzt hat. Magierdiplom für Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Cool. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Der Erzmagier ist Ihr Bruder? Ja, sicher. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam... kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquarz, weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Voll schön. Aber es ist sein Bruder. Wahrscheinlich hätte er ihn einfach nur fragen können. So, mit ihm mal nun zu reden. Nun geh schon. Du hast lang genug gewartet. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Naja, okay, er hat ja selber gesagt, dass das nicht so einfach geht. Und wir tragen jetzt so eine süße Mütze. Er ist so ein richtiger Magier-Typ.
Held. Diplomagier. Voll niedlich. Ach, guckt ihn euch an. Er hat's geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part und hoffentlich können wir dann mit dem Diplom, Magier-Diplom endlich mal weiterkommen. Hier ist es. Magier-Diplom von Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Der Kellermeister wird es nicht glauben, wenn ich ihm das zeige. Genau. Voll cool. Da freuen wir uns drauf im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.